Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es den zweiten Teil von der Malaga-Reihe. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch den mal hier oben in der Ecke. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn dort gibt es noch ein paar Informationen zu den Trails. Wann wir die hochladen und ob wir die hochladen und wo wir sie auch vielleicht hochladen. Deshalb dranbleiben und viel Spaß beim Video. Let's go! Freunde, seht euch das mal bitte an. Einfach über den Wolken. Ich bin sehr neugierig, wie lang dieser Trail ist. Also mir wurde gerade gesagt, wir sind hier auf ca. 1600 Höhenmeter. Und der Trail geht so um die 20 Minuten bergab. Hoffentlich habe ich überhaupt so viel Speicher und so viel Akku. Er ist wieder der verrückte Kerl, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Wir sind schon zwei Laps gefahren und er fährt immer noch bergauf. Maschine. Der erinnert mich irgendwie an jemanden. Florian, bist du's? So, mal gucken, was so geht, ey. Richtig Bock, ey. Hier vorfahren, Alter. Alter. Hier ist eine Bäm. Falsche Line. Oh! Alter Schwede, ey. Das ist schon sehr, sehr rough hier. Das erste Mal runterzufahren und direkt auf Hackgas, ey. Die haben auch alle Klickies, ne? Nur ich nicht. Ich bin der Einzige hier, der keine Klicks hat. Alright, alright. Are you okay? Oh, yeah. Alright. It's alright. Ah, Junge, Junge. Ey, jedes Mal, wenn ich das sag, passiert irgendwas. Ich sag das nie wieder, ey. Beim Hackeberg-Trail auch schon. Warte auf dem Bergstadel-Trail. Wie heißt der? Bergstadel. Ja, Bergstadel. Ich will gar nicht wissen, wenn du so local hier bist und jeden Tag hier lang ballerst, was du dann hier runterknallen kannst. Oh, 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 da wird's gar... Ah, oh, was war das denn? Ja, ich bin schon eingeschäbert. Junge, aber volle Bude. Okay. Schön. Hallo. Guck mal. Die haben mich schon. So, wir sind wieder oben. Trail Nummer 3 ist jetzt dran. Ihr habt gerade gesehen, dass ich vorne irgendwie hängen geblieben bin und mich überschlagen habe. Aber das Krasse ist, Fitlock hält. Da ist jetzt nichts passiert, also cool. War ja Zeitlupe. Aber war trotzdem irgendwie dumm. Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Ach, Quatsch. Digga, ist schön, dass du noch da bist. Ninja. Wisst ihr, was ich mir manchmal denke? Wer denkt sich diese Wege hier aus? Hier ist nur einfach jemand lang gelaufen, lang gefahren, wie auch immer. Und dachte ich so, ey, weißt du was? Hier machen wir gerade einen Trail hin. Leute, schaut euch mal dieses Video an. Ui, der Schwede. Also, ich muss ja wirklich sagen, man merkt hier, erstmal so, die Bremsen am
kann an ihr Limit kommen. Beim so vielen Abbremsen hier. Ist heftig, der Jasper Lidl. Opa! Opa, Lidl. Opa! Ich fühle mich wie so ein NPC. Ohne Scheiß. Alright? Echt heikel, du. Solche Tretpassagen gibt es ja auch, deshalb würde ich euch auf jeden Fall hier keinen BH empfehlen. Das ist, ihr wisst ja alle, wie sehr ich Bergauffahren liebe. Oh. Oh, nee. So viele Steine. Oh, wirklich. Meine Hände. Merkt ihr meine Hände? El Volcos, spanische Wolken, El Volcos. Oh, das ist doch mal hier den Wohnwagen gerade, das Wohnmobil gerade stellen. Das, du hast gerade fast so was krass gemacht, als ob du tätowiert wärst. Guck dir das mal an, Anna. Boah, Brudi, du hast den perfekten Sonnenuntergang und Aufgang. Ne, Aufgang ist unsere Seite. Das könnte man auch machen. Alter, guck dir das mal an, ey. Schade, ihr rost komplett aus, ey. Da bist du deppert. Da bist du deppert. Du bist busy. Dann checken wir mal ab, was drin abgeht. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, La Casita. Boah, Digga, fett. Das war ein oh, uns wurde hier gerade erklärt, dass das da der höchste Punkt ist. Höchste Punkt Spanien Festland. Höchstpunkt. 3.400. 3.400. 3.500. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Sterne jetzt seht, aber es ist einfach nur krass. Seht euch diese Sterne an, Alter. Übel. Wir gehen jetzt was essen. Leute, seht euch das mal an, ey, was für ein schönes kleines Dörfchen das hier ist. Wir sind jetzt hier einfach runtergefahren. Ich weiß gar nicht, ihr seht mich wahrscheinlich gar nicht so gut. Und werden jetzt erstmal wieder was festspannen gehen. Ich habe krass Hunger. Ja. Wir sind irgendwie viel am Essen. Aber das ist irgendwie immer so in diesen mediterranen Ländern, ne? Man immer nur am Fressen ist. Escos míos. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin sehr beeindruckt von Jasper Jauch, dass er einfach perfekt Spanisch sprechen konnte. Übrigens, guck mal, was für ein schöner Laden. Pah, Junge. Verpiss dich, Junge. Ist das schön hier. Fresh? Fresh Oregano? You can take it and do it on your pizza?
Das ist Spinat mit Sesam und ich sag euch sofort. Nee, aber man hat gedacht, dass es. Und dann ein bisschen rote Soße. Aber ich kann doch nicht. Wir haben aber erstmal geglaubt. What a beautiful view. You, my greatest view. Wunderschönen guten Morgen, hier. I love it. Good morning. Habt ihr beiden Süßen gut geschlummert? Es war recht kühl. Ja? Wir haben 2 Grad Außentemperatur und irgendwann war das Gas leer. Oh, das ist ja nicht so schön. Ja. Und dann wollte ich die Flasche tauschen und dann haben wir, weiß nicht, bestimmt 20 Minuten nach einem Schlüssel gesucht, um dann festzustellen, hey, ist eigentlich eh schon Aufstehzeit. Ja, super. Aber es war einfach so schwarze Nacht auch noch. Also ich muss sagen, ich habe hervorragend geschlafen. Ich durfte sogar so einen Heizlüfter haben. Ich habe natürlich die Türen alle aufgelassen, damit das ganze Haus geheizt wird. Digga, das da hinten, das sind einfach Wolken, ne? Das ist Wolken. Geil. Meer aus Wolken. Zuckerwatte, kann man essen. Das ist Ocean Cloud. Ich muss schon zugeben, hier sieht es ein bisschen aus wie Kanada. Mit den ganzen Tannen. Ja, yeah, it looks like Kanada hier. Look at this. So Freunde, tatsächlich haben wir es nicht mal bis zum Auto geschafft, aber seht mal, wo wir rausgekommen sind. Das ist doch einfach nur ein Traum, oder? Alter Schwede, jetzt wird erstmal hier richtig gefashbart mit der ganzen Crew. Da hat er sich was Vegetarisches geschnappt. Oliven. Richtig geil, ja. Schnapp mir rein. Was haben wir denn hier? Das ist eine Salada Caprese, aber mit der guten Cheese. Die hat ja keine Mozzarella-Käse mehr. Das ist die gemachte Ziegenkäse. Aber Ziegenkäse ist auch okay, oder? Die Frutta. Super. Ja. Jetzt gibt es hier noch einfach Kroketten mit Spinat. Sag mal. Spinaca, Kroketten, das ist Spinaca. Was ist da denn noch drin? Nur Spinat, Creme. Und? Dann ist das frittiert. Und was ist das andere da? Das ist ein Popel vom Koch. Und rein damit. Nee, mit dem auch. Hopp, da ist er. Ich habe mich von Jan verleiten lassen, heute eine vegetarische Pizza zu essen. Das ist mein guter Einfluss. Der ist super, ja. Kroketten sind auf jeden Fall richtig lecker. Wunderbaren guten Morgen, ihr beautiful people und willkommen zu einem neuen Tag hier bei mir auf dem Kanal, Leute. Ich habe hervorragend geschlafen. Ich war gestern so heftig platt. Das kann sich einfach niemand vorstellen. Wir hatten ein richtig geiles Wochenende da in diesen spanischen Alpen. Es war einfach nur der Hammer. Also der erste Tag, muss ich zugeben, war nicht ganz so prickelnd. Also ich fand es jetzt nicht
mega geil auf diesen steinigen Trails. Aber der zweite Tag, Leute, das war Ende bei mir. Wir sind jetzt wieder hier in Andalusia, Malaga. Und heute werden wir, glaube ich, entweder Dirt fahren oder Street. Ich weiß es noch nicht. So, ich gehe jetzt erstmal runter, was essen, mich putzen. Meine Zähne putzen, meine ich. Mich waschen, meine Zähne putzen, das wollte ich sagen. Dann gucken wir so mal, was der Tag so bringt. Let's go! Hola! So, Freunde, wir haben uns heute dazu entschieden, erst Street fahren zu gehen und vielleicht später dann nochmal Dirt. Konnte, muss ich natürlich eines der Räder nutzen, die hier am Stüssel sind. Freunde, wir sind jetzt hier in Malaga. Da ist er, der Racer. Ja, ne? Ja. So, Freunde, das war der zweite Teil der Malaga-Reihe mit Jasper Jauch und dem Jan, mit denen ich sehr, sehr schöne Tage verbracht habe. Eine wunderbare Woche. Ich sage noch einmal danke für alles, ihr beiden Süßen, für die Einladung, für eure Gastfreundschaft und allem drum und dran. Küsse gehen raus. Es war echt wunderschön. Ich kann jedem, der Bock hat auf Trails Malaga, dringendst empfehlen. Richtig, richtig geil. Man hat richtig, richtig geile Aussichten. Also es macht wirklich unheimlich Spaß. Für die Leute, die Bock auf richtig Airtime haben, Beispiel La Fenasosa oder so, da werdet ihr haben. Also ich habe nichts gesehen, nicht so viel finden. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Aufnahmen gehabt, aber da könnte ich noch 6 Vlogs draus machen. Ich hoffe trotzdem, euch hat der zweite Teil gefallen. Falls ihr den ersten Teil noch nicht geschaut habt, ich verlinke euch den hier oben rechts in der Ecke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar, das vielleicht so eure Meinung mal ein bisschen so widerspiegelt. Und was ich noch sagen wollte, falls ihr die ganzen Abfahrten sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde die dann separat tatsächlich hochladen, weil das waren super lange Abfahrten. Wenn ich die euch jetzt in ein Video gepackt hätte, das wäre pro Video, sind das fast 20 Minuten. Das ist halt nicht ganz so geil für Leute, die halt Bock auf Vlog haben, ne? Ich sag schon mal wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, was immer ihr auch gerade habt. Abo nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video oder auf dem Trail. Euer Nucky Day. Kuss. Tschüss.